Kanzlerin betroffen, was die Abwiegler vom Sommer zu ersten Empörten macht. Und die Angreifer von der SPD-Opposition sind nun auf dem Weg in die Regierung und plötzlich sehr abgewogen. Ein Zeugenschutzprogramm für Snowden forderte SPD-Chef Gabriel im Juli. Heute fordert er nichts. So sieht Rollenwechsel aus, den sich Britta Spiekermann bei der SPD mal genauer angeschaut hat. Erst seit kurzem gibt es diese Verblendung. Sichtfolie im Erdgeschoss der Berliner SPD-Parteizentrale gegen zu tiefe Einblicke. Die SPD als Merkels möglicher Juniorpartner muss sich anpassen, ohne angepasst zu wirken. Rollenwechsel von der Opposition in die Koalition mit bemerkenswerten Auffälligkeiten. Der Rollenwechsel ist im System angelegt. Gestern war Wahlkampf, heute muss man zusammenarbeiten. Das ist auch ganz gut so. Wir wollen es ja auch nicht so haben wie in Amerika, wo man sich ernsthaft hasst. Allerdings muss man sich schon wundern, ein bisschen, wie schnell und wie glatt dieser Rollenwechsel funktioniert. Schnell und glatt der Anpassungsprozess. Beispiel Thomas Oppermann, SPD-Parteisoldat, undurchsichtig, machtbewusst, mit Ministerambitionen. Schon im Wahlkampf hat er aus einer seiner Fähigkeiten kein Geheimnis gemacht. Ich glaube, dass ich jederzeit umschalten kann. Das ist auch notwendig. Natürlich spielt man als Minister eine andere Rolle als Oppositionspolitiker, zumal als parlamentarischer Geschäftsführer einer Oppositionsfraktion, müssen Sie natürlich pointiert argumentieren, müssen Sie die Bundesregierung angreifen. Thomas Oppermann und die Abhöraffäre. Noch im Sommer, als es um die Bespitzelung aller Bürger geht, gibt er den Chefankläger gegen Minister Friedrich und gegen die Kanzlerin. Es kann nicht sein, dass sie sich sozusagen seitlich in die Büsche stiehlt. Die USA haben Friedrich abblitzen lassen. Das war eher transatlantisches Duckmäusertum. Wir wissen immer noch nichts. Dass es nicht angeht, dass sich die Bundesregierung länger mit nichtssagenden Erklärungen und geschwärzten Seiten abspeisen lässt. Inzwischen ist sein Kurs nicht mehr ganz so geradlinig. Der Ton in der Merkel-Handy-Affäre verbindlich. Die Forderung auch. Schließlich will Oppermann mal der neue Friedrich sein, also alle Hand in Hand. Ich fange mal an. Jetzt sehen wir, wir brauchen Aufklärung und wir stehen erst am Anfang der Aufklärung. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn alle vier Fraktionen im Deutschen Bundestag sich darüber verständigen, die Dinge parlamentarisch zu untersuchen und aufzuarbeiten. Bei Herrn Oppermann können Sie es ja sozusagen wie im Brennglas sehen. Im Sommer war er der schärfste Kritiker dieses NSA-Skandals, hat die Bundesregierung sehr, sehr heftig angegriffen. Und jetzt plötzlich fordert er nur noch einen Untersuchungsausschuss des Bundestages. Da muss man sich jetzt die Leute vornehmen wie den Innenminister Friedrich oder wie Merkels Kanzleramt Chef Profalla. Das sind die Leute, die man jetzt ganz hart angehen müsste, weil die im Sommer sich da als Chefverharmloser hervorgetan haben. Das will Oppermann aber jetzt natürlich nicht mehr machen, weil das sind die Leute, mit denen er zusammenarbeiten muss. Da sehen Sie auch gleich den Kollateralschaden, den so eine große Koalition für die Demokratie mit sich bringt. Es ist die Geschichte der Verschiebung von Macht mit allen Konsequenzen. Steinbrück, einst sozialdemokratische Speerspitze, nun am Katzentisch der Politik. Im Fokus stehen andere mit neuen Realitäten. Auch Hannelore Kraft braucht nicht lang, um diese Realitäten zu erkennen. Kurzfristig Widerständlerin gegen Schwarz-Rot ist nun ausgerechnet sie, die Vorkämpferin einer großen Koalition, Rollenwechsel. Die SPD ist nicht dafür angetreten, in aller Deutlichkeit, um als Mehrheitsbeschafferin die CDU an der Regierung zu halten. Ich sehe einen Grundpfeiler, mehrere Grundpfeiler, die ein stabiles Fundament bilden können. Das ist für mich erkennbar. Und deshalb sage ich auch, wir gehen diesen Weg. Und sie gehen diesen Weg mit bereits erstaunlichen Wendemanövern. Einstige Gegner versuchen das Bündnis. Hier geht's lang, sagt die Geste Gabriels und lässt der Kanzlerin den Vortritt. Wie weit darf die SPD nach rechts abbiegen, um doch noch links erkennbar zu sein? Es geht um die Glaubwürdigkeit von Personal und Positionen. So ist es. Und hier im Studio zum Thema Rollenwechsel begrüße ich jetzt Thomas Oppermann. Schönen guten Abend, Herr Oppermann. Guten Abend, Frau Schaus. So, das war dieser schöne O-Ton vom September von Ihnen. Umschalten auf Regierung kann ich immer. Und jetzt haben Sie es schon bewiesen. So scheint es jedenfalls. Sie gehen sehr viel freundlicher mit der Union um, sehr viel verbindlicher. Wollen Sie die neuen Partner nicht vergrätzen? Nun, von dem, was ich an deutlicher und scharfer Kritik und an unmissverständlicher Kritik in diesem Sommer an der Bundesregierung vorgetragen habe, habe ich nichts, aber auch gar nichts zurückzunehmen. Mhm. Und wenn die ich damals kritisiert habe, sich sozusagen
heute nach den neuen Vorfällen an meine Seite stellen, bin ich doch der Letzte, der sich darüber beschweren muss. Also die haben auf Sie gehört sozusagen und sich gebessert, wollen Sie sagen. Nun wäre es ja schlimm, wenn Sie auch noch, wenn Sie Dinge zurückzunehmen hätten. Aber der Ton ist schon wirklich ein anderer. Sie reden mit sehr vielen Einschränkungen. Wenn Sie heute sagen, ich will mit Snowden reden, dann versehen Sie das mit mehreren Wenns. Erstes Wenn heißt nur, wenn es ihm keine zusätzlichen Schwierigkeiten bringt. Zweites Wenn, wenn es die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht belastet. Was heißt das denn jetzt? Will die SPD Asyl für Snowden oder will sie es nicht? Also zunächst erstmal ist Snowden nicht der einzige Zeuge, um diese NSA-Affäre aufzuklären. Da gibt es noch einige in den USA, die dazu beitragen könnten. Aber Sie wollen mit ihm reden? Ja, natürlich, komme ich gleich drauf. Aber es war immer unser Hauptpunkt zu sagen, wir müssen Druck ausüben auf die amerikanische Regierung, damit die die Wahrheit auf den Tisch packen, damit wir die Fakten kennen und auf der Basis dann ein Abkommen aushandeln können, das unsere Bürger schützt, aber auch unsere Politiker. Mhm. Aber was heißt das jetzt für Snowden? Würden Sie es begrüßen, wenn er nach Deutschland käme, und sähen Sie eine solche juristische Möglichkeit? Ich finde es hervorragend, dass wir jetzt die Chance haben, mit Edward Snowden zu reden. Ob das in Russland passiert oder in Deutschland passiert, ist derzeit noch offen. Wichtig ist, dass wir ihn hören können. Er ist natürlich ein wertvoller Zeuge. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen, wie die von Herrn Kornblum zum Beispiel. Aus amerikanischer Sicht hat Snowden Staatsgeheimnisse verraten und soll jetzt dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Aus europäischer Sicht hat aber Snowden einen großen Spähangriff auf die Bürger aufgedeckt und sogar einen Lauschangriff auf die Kanzlerin. Und deshalb ist er für uns natürlich ein glaubhafter, ein wertvoller Zeuge. Und ich finde, sein Mut verdient auch Respekt. Mhm. Aber noch mal die Frage, sehen Sie juristische Möglichkeiten, wie das Herr Ströbele uns gerade gesagt hat, ihn in Deutschland zu vernehmen? Was ist etwa mit der Idee eines Zeugenschutzprogramms? Das hatte Ihr Chef Sigmar Gabriel im Sommer noch. Wenn Snowden in Deutschland vernommen wird, dann muss diese Entscheidung sehr, sehr sorgfältig vorbereitet werden und genau abgewogen werden. Für mich ist von entscheidender Bedeutung, dass die Bundesregierung in der Lage ist, seine Sicherheit zu garantieren. Und wenn wir ihn nach Deutschland locken oder nach Deutschland einladen, um hier als Zeuge auszusagen, dann kann er eigentlich auch nicht mehr an die Amerikaner ausgeliefert werden. Das muss also sehr genau bedacht werden. Natürlich gibt es einen massiven Konflikt mit den USA. Dieser Konflikt, den Sie bereit wären einzugehen, wenn Sie Minister in der Regierung wären? Ich bin nicht sicher, ob wir stark genug sind, diesen Konflikt bis in die letzte Konsequenz auszuhalten. Und deshalb würde ich sagen, wir brauchen eine humanitäre Lösung, an der ganz Europa teilnimmt. Wir brauchen eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. Wenn wir selber nicht stark genug sind, dann müssen wir uns Bündnispartner suchen. Letzte Frage zum Untersuchungsausschuss, den es ja noch gar nicht gibt und der durchaus schon eine Belastung für die Große Koalition, die künftige Große Koalition darstellt. Glauben Sie, dass Sie die Union überzeugen können, dass alle gemeinsam einen Untersuchungsausschuss in Sachen Snowden fordern? Ich glaube ganz sicher, dass es das Beste wäre, wenn alle im Bundestag vertretenen Fraktionen sich gemeinsam darüber verständigen, wie wir diesen Sachverhalt aufklären und untersuchen. Aufklärung ist die Voraussetzung dafür, dass wir mit den Amerikanern am Ende wieder zurückkehren zu jener gemeinsamen Wertebasis, auf der unsere Freundschaft und Partnerschaft gegründet wurde, nämlich Demokratie, Freiheit, aber auch die Herrschaft des Rechts. Und die Amerikaner sind im Augenblick dabei, sich von diesen Werten zu entfernen. Sagt Thomas Oppermann, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von Berlin direkt. Was die Koalitionsverhandlungen angeht, kann man im Moment vielleicht sagen, die Stimmung ist besser als der Ertrag. Und zwar so, dass sich manche Unterhändler schon gegen den Eindruck von allzu viel Harmonie verwahren müssen. Berlin direkter, tschüss.